Gibt es etwas, worüber du auf gar keinen Fall reden möchtest? Nein, ich bin total unvorbereitet, also ich Hey, das kann ist. über alles reden. Was? Du bist unvorbereitet? Das ist Also scheiße. ich Das war lasse unsere. mich überraschen. Das war unsere große Hoffnung, dass du eine Ahnung hast, was wir jetzt hier machen. Toll, Frank. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ja, ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ja, dann müssen wir halt improvisieren. Genau, natürlich sprechen wir gerade noch mal. Hallo, ich bin Geoffrey, ich bin Kommentatorio auf YouTube, ich komme aus Holland und ich bin 31 Jahre alt und ja, ich mache einige Filmchen auf YouTube und so. Ah, ja, natürlich. Der Typ da, der diese YouTube-Videos macht, klar. Ja, Hä? genau. Ach ja, soll ich einfach noch die Anmoderation machen oder machst du einfach weiter, geh Oma? Wieso war. Mach eine Anmoderation. Entwarnung bezüglich dem Videoday, liebe Mädels, ihr müsst euch nicht die Haare blau färben und euer Alter nach unten korrigieren, um rattenscharfen Groupie-Sex mit einem YouTube-Star eurer Wahl zu haben. Wie ich aus sicherer Quelle erfahren habe, nehmen viele Protagonisten, die da auf der Bühne stehen, sowieso alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Die meisten klettern euch sogar auf die Bäume hinterher. Also keine Angst, alles noch im Rahmen. Das so als Breaking News direkt am Anfang. Das große Resteficken gibt's dann sowieso hinterher, wie immer bei Keoma02 in der Küche. Und damit herzlich willkommen zur Mutter, deren Schwester einmal mit investigativem Journalismus Beischlaf verübte. Hier ist die Isolierstation. Und wir alle freuen uns wie jede Woche über den möglichst philosophischen Erguss, der sich quasi über uns alle ergießt, wenn ich ihn hier zu Beginn der Sendung ankündige. Hallo, Bengt. Hi. Und weiter? Schön, dass ich mit dabei sein darf diesmal bei Ausgabe Nummer 106, Hey, Isolierstation. Mann, wir haben ja heute die erotischste Ausgabe aller Zeiten. Auf jeden Fall. Da passt es vielleicht, dass er für Mr. Trashpack ein Arschloch ist, für Holger Kreimeier genitallos und für uns wird er aufgrund seiner, ja, knuffigen Art eigentlich für immer ungeschlechtlich bleiben. Der Mann, der auch heute wieder sein Alblali-Fan-T-Shirt trägt und sich beim Thailänder um die Ecke bereits das blutjunge Lord Abaddon-Menü bestellt hat, Keoma02. Hallo. Machst du jetzt einen auf Bank, so Short-Sentence oder wie? Ich könnte jetzt natürlich noch sagen, dass er uns alle drei als schwanzlose Idioten bezeichnet Ja, hat, aber der dann Herr. würdest du ja lügen. Nee, das hat er ja gemacht, also, aber ich fürchte, dass Bank da eigentlich auch so vorsichtig denkt, der hat noch den Alex gemeint. Ja, das wird sein. Er wusste vielleicht einfach nicht, dass der Huli nicht mehr in der Sendung ist, war so meine These. Aber wir sind ja nicht allein Das hier. wird sein. Er hat Huli, er hat Alex und er hat Bengt gemeint. Frank, wir sind da völlig außen vor. Ah, naja, das macht Sinn. Wir sind nicht allein heute hier. Wir haben heute einen ganz besonderen international angesehenen Gast. Er war der erste Online-Stalker, bevor die Überwachungsdebatte in Europa startete, mit dem Slogan, ich weiß gar nicht, ob ich den wieder richtig wiedergebe, ich bin Kommentorio und ich schaue mir deine Videos an, droht er bereits seit 2009 auf seinen Kanälen Kommentorio auf Englisch und Kommentorio.de auf Deutsch, erfolgreich YouTubern damit, sie auf YouTube bekannt zu machen. Hallo, Joffrey! Hallo Frank, schön, dass ich dabei sein durfte. Ja, siehst du mal, Leute, hier, so macht man das. Man wirft einem den Ball zu und derjenige sagt dann mindestens einen Satz. Bengt, nimm dir mal ein Beispiel dran. Einfach gut üben. Okay. Wir sind ja dafür bekannt, dass wir investigativ hier nachfragen. Wir sind ja quasi ein YouTube-Nachrichtenformat. Und Ach. dementsprechend müssen wir es ja auch mal ausnutzen, wenn wir dich in der Sendung haben, Geoffrey. Warum nimmt Holland denn jetzt den Jon Snowden nicht auf und wovor habt ihr da eigentlich Angst? Wovon ist denn John eigentlich? Heißt der nicht John? Heißt der nicht Edward, Ah, irgendwie? meine ich doch, genau. Nee, aber ich meinte ja, ich meinte den kleinen Bruder von Edward. Nein, also wir nehmen halt alles auf. Wir haben keine Angst, sondern wir sind halt neugierig. Und das mache ich auch mit meinen Videos. Ich sehe mir gerne andere Videos an, weil ich neugierig bin, was andere alles so machen. Ich habe zum Beispiel auch viele Videos von Keoma gesehen und ja, das ist alles sehr interessant, was er alles so macht. Gut, mit anderen Worten, du findest sie scheiße. Danke. Und so ehrlich Gut. ist man doch nicht als Gast, Geoma. Nein, gar nicht.
Das finde ich aber gut, das, weil man ist einfach nur neugierig. Ich glaube, die NSA ist auch einfach nur neugierig und guckt sich deshalb die Videos an. Natürlich, also. Okay, Oma? Ja, natürlich. Der steht unter besonderer Beobachtung, ja. Ja, also die NSA ist einfach ja, Kommentarium, aber dann viel größer. Sie machen halt das Konzept, was ich auf YouTube mache, aber sie machen das halt auf der ganzen Welt. Die machen das quasi professionalisiert. Also könnte man vielleicht sagen, Frosch im Hals, du machst das auf kleiner Basis und die NSA, die ist quasi das Mediakraft unter den Bespitzelnetzwerken? Ja, das denke ich schon. Sie sollten nur noch ja, eine Sendung mit Terrorist des Monats machen. Aber gut, dass du es sagst. Du hast ja quasi, als du noch aktiver bei YouTube warst, hast du quasi den Kanal des Monats gemacht, richtig? Richtig, ich habe jeden Monat 3 Kanäle ausgewählt als Kanal des Monats. Und wir haben die Idee ja quasi von dir geklaut, haben sie weiterentwickelt und haben daraus den Kanal der Woche gemacht. Dementsprechend bist du ja auch indirekt dann dafür mitverantwortlich, dass durch uns so ein kleiner YouTuber namens Mr. Trashpack damals gefördert wurde und jetzt letztendlich durch die Isolierstation und nicht zuletzt auch dank deiner Idee quasi von YouTube das Geld verdienen kann oder mit YouTube Geld verdienen kann. Bist du da nicht auch ein bisschen stolz auf dich, wenn du so eine Karriere siehst, die auch quasi von dir mit angestoßen wurde? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe Mr. Trashback auch im Echt getroffen. Und ja, ich muss sagen, er ist schon ein netter Kerl und macht auch spitze Videos und ist auch immer super nett zu jedem. Und das ist mein Bäcker auch. Naja, also ich gönne es jedem YouTuber, dass er erfolgreich wird. Auch die Leute, die vielleicht etwas kontroversielle Videos machen oder Videos, die nicht bei allen gut ankommen. Das ist halt persönliches Geschmack. Du hast ja damals beim Juk 4 in Berlin auch einen Vortrag gehalten, wie man auf YouTube erfolgreich werden kann, beziehungsweise, ich glaube, damals ging es um die 6 Säulen des YouTube-Erfolgs, richtig? Ja. Jetzt ist es ja quasi fast ein Jahr später, also, na gut, sagen wir ein Dreivierteljahr. Glaubst du immer noch dran an den Beitrag oder wurde nicht schon damals an jede Säule gepinkelt und Vandalismus begangen, so nach einem Jahr Netzwerke, ne? Oh ja, das habe ich damals auch schon wieder gesagt. ja, also eigentlich ist es so, dass diese 6 Säulen, die ich zusammen mit B. Panther vorgestellt habe, das sind ja die Grundlagen von YouTube. Und ich habe in 2007 angefangen mit YouTube und damals, ja, damals waren diese Säulen schon wichtig und jetzt sind die noch immer wichtig. Man soll mit anderen YouTubern zusammenarbeiten, man soll versuchen, die Qualität der Videos hochzuhalten. Man soll sich immer gut vorbereiten, man soll ein originelles Konzept haben. Das ist noch immer so. Also du bist auch weiterhin der Überzeugung, man kann es auch ohne Netzwerke noch schaffen, groß zu werden? Ja, auf jeden Fall, denn ich sehe noch immer, dass kleine Kanäle sich entwickeln und dann die 500 oder 1000 oder 2000 Abonnenten schaffen, auch ohne Netzwerk. Aber so ein Dr. Allwissen ist quasi nur einer aus 100, oder? Der wirklich so groß wird und es ja quasi mit einer Idee schafft. Ja, das auf jeden Fall. Und prozentuell ist es auch so, dass nur 1% erreicht vielleicht die 10.000 Abonnenten. Und ja, das, was Dr. Allwissen erreicht hat, das ist wirklich ein aus 10.000 oder ein aus 100.000. Das ist ganz schwierig. Wir sind mir jetzt mal ganz ehrlich, du bist ja quasi, nimm es mal beim Namen, ein Urgestein. Also quasi, du hast von den Anführungszeichen richtigen Anfängen zu YouTube bis jetzt die ganze Sache ja richtig begleitet. Mhm. Wenn du jetzt mal so die Zeit ganz kurz Revue passieren lässt, was hat sich in deinen Augen am allermeisten geändert? Vielleicht noch nicht mal unbedingt zum Positivsten. Ja, das wird wohl so eine Opa-erzählt-Geschichte, oder? Ja, erzähl mal, Opa. Also, liebe Kinder, früher, als die Welt noch jung war. Naja, also, wenn ich mich an den Anfang von YouTube erinnere, dann erinnere ich mich an Leute wie Renetto und Paper Lilies. Ich weiß nicht, ob euch solche Kanäle etwas sagt aus Amerika. Also die Gruppe 23 Urgesteine, wenn wir es mal in Deutschland sehen würden. Ja, also mit Tafel natürlich, Tafel 15.
und so weiter. Das sind halt diese richtige Hobby-YouTuber, die haben sich einfach im Bettzimmer vor die Kamera gestellt und einfach Vlogs gemacht. Ja, das war noch wirklich amateuristisch, das war wirklich noch hobbymäßig. Und jetzt sieht man doch, dass wenn man wirklich groß werden will, dann soll man doch eine gewisse Professionalität haben. Mhm. Und irgendwie verstehe ich das schon, denn jetzt sind mehr Leute da und jetzt erwarten die Leute auch, dass man professionellere Videos macht. Aber ja, mir gefallen eigentlich noch immer diese Bettzimmer-Vlogs. Einfach Leute, die sich vor die Kamera stellen und sagen, wie ihr Tag war. Und das finde ich schade, dass die Hobby-YouTuber jetzt nicht mehr so vorankommen. Du machst heute jetzt nicht mehr, also dein Video-Output ist jetzt heute nicht mehr ganz so hoch, wie er vor, ja, vor vielen Monaten mal gewesen ist. Die Frage ist jetzt, wie kommt's? Also, böse gesagt, ist bei dir vielleicht auch so ein bisschen der YouTube-Blues, nenne ich das jetzt ganz normal, so eine gewisse Resignation irgendwie eingetreten, so in der Richtung, ganz krass gesagt, warum eigentlich? Wenn ich jetzt hier irgendwie erzähle, keine Ahnung, macht oben ein buntes Bild, in 2 Wochen ist das eh völlig hinfällig. Und ansonsten, wie wir gerade festgestellt haben, kleinere YouTuber, ja, mit viel Glück und Gottvertrauen kommt einer von 10.000 hoch, aber ansonsten bleiben die meisten unter sich. Oder wie kommt es, dass du dich ein bisschen rarer machst als früher? Ja, also in den letzten 3 Monaten habe ich auf YouTube nicht so viel gemacht und das hatte vor allem mit meiner persönlichen Lage zu tun, denn ich habe mich dieses Jahr auch selbstständig gemacht und ja, ich musste mich auch darauf fokussieren. Deswegen hatte ich etwas weniger Zeit für YouTube und eigentlich muss ich YouTube wieder ein bisschen neu entdecken, denn es hat sich im letzten Jahr so viel geändert. Auch mit dieser Google Plus Integration und diesen Netzwerken. Entschuldigung. Damit kenne ich mich auch noch nicht so gut aus. Und ja, ich muss eigentlich wieder ein bisschen entdecken, wie man als kleiner YouTuber in der neuen Lage vorankommt. Ich denke, es ist noch immer möglich, aber man muss das jetzt auf eine andere Weise machen als vorher. Und wenn du jetzt sagst, du musst es wieder neu entdecken, hast du vielleicht ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Angst, dass du vielleicht für dich dann auch feststellen könntest, das ist echt nicht mehr das YouTube, was ich unterstützen möchte. Ich verschwinde hier mal völlig? Naja, diese Angst habe ich eigentlich nicht, denn es ist nicht YouTube, das ich unterstütze. Es sind die YouTuber. Es sind die Leute, die sich Mühe geben, gute Videos zu produzieren. Und ich sehe noch immer jeden Tag ganz viele YouTuber, die sich mit Herz und Seele einsetzen und die vielleicht 21 Abonnenten haben, aber trotzdem 3 Tage an einem Video sitzen. Und solche Leute möchte ich noch immer unterstützen. Und ich habe auch keine Angst, dass diese Motivation verschwindet. Also siehst du durchaus noch, ich nenne es jetzt mal so, Hoffnung für YouTube, dass das Ganze nicht einfach zu einer reinen Abspielstätte für Pseudo-Fernsehinhalte wird, sondern dass auch die... Wie nenne ich das jetzt? Community? Community wurde ja schon missbraucht durch Mediakraft. Wir brauchen ein neues Wort. Nennen wir es halt das Subversive, das Alternative, dass das weiterhin einen Platz auf YouTube haben wird? Was soll ich dazu sagen? Ich denke, YouTube selbst wird vor allem diese professionelle Content promoten. Das sieht man jetzt schon. Das ist schade, aber wenn es auch noch eine alternative Community geben soll, dann sollen wir das halt selbst versuchen. Wir sollten gerade diese kleinere YouTuber die Möglichkeit geben, voranzukommen. Mhm. Ich versuche das mit meinen Kanälen des Monats und mit meiner Website werde ich noch viel mehr machen. Und ja, ich denke, YouTube selbst wird das nicht mehr machen, aber wir sollen das machen. Du hast ja auch quasi sowas wie eine YouTube-Suchmaschine entwickelt. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Erzähl uns doch noch mal was ein bisschen zu dem Projekt. Also das ist der Kanalfinder. Und dazu habe ich gerade diese Woche eine neue Version gemacht auf www.kanalfinder.de. Und das ist eine Kanalsuchmaschine mit mittlerweile über 300.000 deutsche Kanäle da drin. Und da kann man suchen auf Genre, auf Abonnentenzahl, auf Videoaufrufe, Suchwörter und so weiter und so fort. Und
Dieses Projekt ist genau dafür gemeint, andere YouTube zu entdecken. Du machst ja jetzt quasi die Arbeit für YouTube sozusagen. Bist du mal auf die Idee gekommen, YouTube eine Rechnung zu stellen für den Kanalfinder, weil das ja quasi deren Aufgabe sein müsste? Ja, eigentlich schon, aber mir macht es halt Spaß, solche Sachen zu entwickeln. Und es ist halt ein bisschen schwierig, dass YouTube macht es auch schwierig, diese Kanäle zu synchronisieren. Ich muss, also das ist ein bisschen technisch, aber ich muss jede Minute einen Daten-Request an YouTube schicken und das ist alles automatisiert. Aber ich kann nicht, es kommt, es ist halt so, dass ich alle Kanäle im Kanalfinder sicher einmal in der Woche aktualisieren kann. Mhm. Und das ist leider nicht so viel. Denn das heißt, dass die Kanäle auch nicht immer synchron sein. Hast du, also du musst ja quasi einen Überblick haben, wie viel Traffic die Seite verursacht. Mhm. Das ist ja ein No-Budget-Projekt, oder wie finanzierst du das Ganze? Oder hast du vor, da irgendwie mit Werbeeinblendungen zu arbeiten irgendwann, damit sich das Ganze refinanziert? Also ich habe einen eigenen Webserver, denn ich bin auch Freelance-Webdesigner. Mhm. Also ich erstelle auch Webseiten für Kunden. Und deswegen kann ich das Projekt einfach darauf laufen lassen. Also das kostet mir nicht so viel extra. Okay. Das heißt aber, so geplant, dass sich das Ding irgendwann finanziert, oder machst du das einfach aus, ich sag mal, purer Menschenfreude? Ja, es ist halt ein Hobbyprojekt. Also ich möchte nichts damit verdienen. Okay. Das heißt, wir schlagen dich einfach mal fürs Bundesverdienstkreuz vor. Mal schauen, was dann passiert. Das ist nett, aber es ist halt ein Hobby von mir. In den letzten Wochen ist auf YouTube, ja, ich weiß nicht, ob es irgendwer mitbekommen hat, aber in den letzten Wochen ist YouTube so ein bisschen zum Spielplatz von gewissen gegnerischen Positionen geworden. Also, oh ja. Also anders gesagt, die Scheiße ist am Kochen. Und Kochen? Heißt das nicht dampfen? Wer kocht denn Scheiße? Das ist ein altbekanntes Sprichwort, Frank. Ich kann nichts dafür, wenn... Die Scheiße ist am Kochen? Ein altbekanntes Rezept ist das. Okay. Die Scheiße ist am Kochen, okay. Trink dein Kräuterschnaps. Jedenfalls, Kommandorio M, mal eine Frage. Wie stehst du eigentlich jetzt so? Also wenn du das so beobachtest, wie sich diverse Leute gegenseitig virtuell auf die Oma hauen, wie findest du das, mal ganz simpel gefragt? Also ich bin Holländer, also ich bin immer neutral, oder? Denn, ja, also hier kannst du gerne mal dein Innerstes nach außen kehren und deine böse Seite zeigen. Wenn ich würde auch gerne noch mal darauf hinweisen, die Neutralen, das war die Schweiz. Die Holländer waren die mit dem Käse und Frau Antje und dem schlechten Fußball. Also in dem Ersten Weltkrieg waren wir neutral und da haben wir halt nicht mitgemacht. Und aber zu dieser Lage... ich dachte, wir haben auf YouTube ziemlich professionelle YouTuber. Und ja, wir sind halt alle erwachsen. Und wenn ich sehe, wie die Leute schlecht gemacht werden, dann, ja, das tut mir irgendwie ein bisschen leid. Denn, ja, was bringt es überhaupt, wenn man versucht, andere durch den Dreck zu ziehen, oder wenn man in der Öffentlichkeit so rumschreit, oh, der hat das gesagt und der hat das gesagt und dann gibt es eine Newsletter und darin stand das und das und das. Und ja. Vielleicht müssen wir einfach alle mehr Verständnis für die Leute zeigen, mehr Fairness beweisen. Wenn jetzt beispielsweise... Bengt, ich gehe jetzt mal mit der Frage an dich, weil du bisher am meisten geredet hast. bist du vielleicht der Meinung, dass wir einfach sagen, ja, wir müssen die Leute Leute sein lassen. Wir müssen sagen, nein Gott, ja, wenn jetzt jemand auf 14-jährige Mädels steht, dann lass ihn halt. Willst du meine persönliche Meinung jetzt dazu wissen? Gerne, lieber Bengt. lass ihn halt. Nee, das Problem, ich weiß nicht, ganz kurz vielleicht, weil das wollte ich immer schon mal loswerden, wahrscheinlich habe ich auch schon mal gesagt, jetzt mal speziell auf die Lord Abaddon-Sache. Wen? Mhm. Auf die LA-Sache. Ah! also für mich ist nicht der Knackpunkt, dass es knapp Mädchen unter der Grenze waren. Irgendwie unter der Altersgrenze waren. Für mich ist der Knackpunkt, dass er wirklich auf eine absolut simple und
richtig widerliche Weise da versucht, Frauen klarzumachen. Und zwar jetzt ist für mich nicht primär wichtig, welches Alter die haben, sondern dass er echt auf eine ganz, ganz üble Art und Weise da die mit den Frauen umgeht. Und das finde ich eigentlich echt mies. Und auch total billige Anmachsprüche da in diesen komischen Gruppe da gemacht hat. Also das ist... Aber beides... Ja, können wir einfach so zusammenfassen? Du fühlst dich jetzt von Lord Abaddon nicht sexuell angezogen, Bengt? Nö. Okay. Nö. Commentary, wie ist es bei dir? Auch. Nein, ich fühle mich auch nicht angezogen. Aber es ist auch, im Grunde genommen finde ich, da hat Commentorio absolut recht. Das ist, man muss auch mal ein bisschen Professionalität zeigen und auch mal ein bisschen, vielleicht auch einfach mal nicht nur aufeinander rumhacken, sondern auch ein bisschen mehr Energie drauf verwenden, irgendwie selbst neu was zu kreieren. Genau. Und diese LA-Sache, das war das schon vor einigen Monaten her, oder ist etwas Neues passiert? Nö, das ist das noch, was vor ein paar Monaten war. Das ist jetzt nur wieder hochgekommen, weil der Joe da so geredet hat. Und dann kommen wir natürlich auch wieder auf diese SD-Sache. Mhm. Diese Betrügersache und so weiter, das war 2009 und es gab noch etwas mit Giveaways, das war 2010 und es passiert auf YouTube immer etwas, aber man soll das auch mal wieder hinter sich lassen und weitergehen, denn man kann immer darüber reden, aber was bringt das? Genau, das finde ich, richtig. Also ja, ich mein, einfach mal vorbeifahren und demjenigen auch mal in die Fresse hauen und gut ist. Wir sind ja alle nur Männer. Aber auch so, wie ich es gerade gesagt habe, auch dass ich finde, dass du jetzt recht hast, Commentorio. Das ist so, auf der einen Schulter sitzt du und da denke ich, ja, eigentlich hat er recht, aber auf der anderen Seite sitzt auch, keine Ahnung, der kleine Joe, der irgendwie Videos macht und wo ich denke, eigentlich ist das doch auch irgendwie interessant, wenn das da ein bisschen so zur Sache geht. Wir sind doch alle sensationsgeil. Ja, also, ein bisschen. Letztendlich, jeder flucht über die Bild, keiner will sie gelesen haben und trotzdem hat sie die höchste Auflage beispielsweise, um jetzt mal hier deutsche Zeitungslandschaft zu sprechen. Was habt ihr eigentlich in Holland? Habt ihr da auch eine Bild? Da haben wir eine Telegraph. Ah, Telegraph. Und ja, genauso anspruchsvoll wie die Bild, oder? Ja, ich glaube, die Bild ist noch eine Stufe schlimmer, aber okay. Telegraph kommt in der Nähe. Und das ist auch die meistverkaufte Zeitung in Holland. Also das zeigt mal wieder, dass wir in Holland auch ein bisschen sensationsgeil sind. Ja, und das ist ja überall der Fall. In England ist es die Sun, in Amerika ist es, keine Ahnung. Aber ich meine, wir wollen ja alle im Endeffekt irgendwo unterhalten werden. Mhm. Und also wenn wir uns jetzt alle lieb haben würden, ne? Also we are the world, wir sind die Community, wie Mediakraft so schön sagt. Wenn das wirklich alles der Fall wäre, dann wären ja auch solche Formate wie die Isolierstation absolut überflüssig, weil wir dann die ganze Zeit nur darüber reden würden, wie lieb wir uns doch haben und wie groß doch Keoma 02s Genital ist. Ja, das wäre ja auch sehr langweilig, weil immer nur Tatsachen zu berichten ist auch öde. Genau, aber wir brauchen halt Sachen, über die wir uns lustig machen können. Ja. Apropos lustig, gehen wir mal wieder in die anspruchsvolle Schiene. Wenn Joe Cognito, der Vater von der aktiven YouTube, wir brauchen echt ein anderes Wort für Community, von der aktuellen YouTube-Click-Fee-Gesellschaft ist. Society. Society. Die High Society. Hier ist der Full von YouTube. Dann bist du ja sowas wie die Mama. Ne? Und wo sind wir denn bei YouTube deiner Meinung gerade? Also stecken wir noch in den Kinderschuhen oder sind wir bereits in der Pubertät, wo man als Jugendlicher ja zwangsläufig auch mit, ja, gerade in so einem Umfeld, wir sind ja jetzt hier nicht die beste Gegend, mit Drogen wie Netzwerken experimentiert. Sind wir noch in der Kindheit, sind wir in der Pubertät oder sind wir schon erwachsen? Das ist eine gute Frage. Erwachsen denke ich noch nicht, denn YouTube ist selbst noch nicht erwachsen. Mhm. Ich meine, YouTube ist noch nicht mal 10 Jahre alt. Und wenn man sieht, wie YouTube selbst einfach rumexperimentiert mit Monetarisierung. Also im letzten Jahr haben wir so viele neue Sachen bekommen. Also da kann man sagen, letztes Jahr sind wir in der Pubertät gekommen. Mhm. Jetzt können wir mit Sachen wie Monetarisierung experimentieren und Netzwerken und alles Mögliche. Aber wir brauchen noch immer Begleitung. Und
Wir brauchen doch immer Leute, die sagen, hey, so sollst du das machen, so sollst du das machen. Ja, und YouTube selbst macht das nicht. Und deswegen ist es vielleicht gut, dass es Leute wie Joe gibt. Und ich versuche da auch ein bisschen beizutragen, aber ja. Ich denke, die meisten YouTuber brauchen noch ein bisschen Begleitung. Ich finde, das ist ein schönes Wort. Auch wenn man mal so drüber nachdenkt, YouTube-Begleitung. Ich meine, wenn wir es realistisch sehen, dann ist ja das, was wir brauchen, nicht YouTube-Begleitung. Dann sind das eher, also in den meisten Fällen, vielleicht böse ausgedrückt, sind wir die Behinderten und brauchen Betreuer, dementsprechend Behindertenbetreuer. Aber ich finde, die Idee mit der Begleitung, da hast du natürlich schon recht. Wohin denkst du denn, führt der Weg, nachdem wir jetzt gerade in der richtig bösen, kommerziellen YouTube-Professionalisierungsphase sind? Was wird der nächste Schritt sein oder wird das jetzt für immer so bleiben? Naja, das kommt darauf an, wie die Leute darauf reagieren. Wenn jetzt alle die YouTube-Zuschauer die großen Kanäle anschauen und dann bekommt natürlich White City und Kronk und all diese großen YouTuber, die bekommen dann Millionen von Abonnenten und die kleineren YouTuber, die können sich dann verpissen, sozusagen. Und ja, ich hoffe, dass es nicht so sein wird. Ich hoffe, dass es immer eine Gegenbewegung gibt und dass man auch versucht, diese Hobby-YouTuber zu helfen und zu unterstützen, dass wir quasi eine kleine Society in einer Society sein. Oder eine Society in einer Community. Vielleicht ist das ein besseres Wort. Eine parallele Gesellschaft quasi. Dunkeldeutschland sozusagen. Wir sind DDR. Hast du damals, es gab ja wahrscheinlich Versuche, dich von Mediakraft abzuwerben am Anfang, oder? Ich habe einmal eine Mail von Mr. Trashback bekommen, ob ich vielleicht Mediakraft anschließen wollte. Und ich habe sehr höflich abgelehnt. Warum? Ja, also weil ich einfach selbstständig weitermachen wollte und weil ich mich nicht an einem Netzwerk verbinden wollte. Und eigentlich sehe ich doch immer keinen Grund, ein Netzwerk anzuschließen. Du könntest das System von innen infiltrieren und ganz viel Liebe nach außen schießen. Aber ich habe meinen Infiltrant in Mediakraft. Okay. Also ich kenne ziemlich viele Leute, die in Mediakraft dabei sind. Also ich bekomme noch einiges mit, sozusagen. Und ist Mediakraft denn so das große Böse, wie es im Netz von manchen Parteien dargestellt wird? Oder ist das alles übertrieben? Ist das nur ein Mythos? Nein, das ist alles übertrieben, finde ich. Denn es ist halt eine andere Sichtweise. Sie versuchen, YouTube kommerziell zu machen. Sie sehen das als Geschäft und das... man kann sich darüber aufregen und man kann damit nicht einverstanden sein, aber man kann es nicht als böse sehen, denn die Leute, die dabei sind, die machen auch ihr Bestes, die versuchen auch gute Videos zu machen. Also ja, wie gesagt, ich kenne Leute in Mediakraft und die sind einfach nett und ja. So, das ist jetzt natürlich total scheiße, dass du das sagst, weil damit ist unser gesamtes Konzept für dieses Format jetzt komplett zerschmettert worden. Das lebt eigentlich. Tut mir leid, kann das noch geschnitten werden? Nee, also das müssen wir leider drin lassen. Das war die letzte Ausgabe der Isolierstation. Das war eine schöne Zeit mit euch. Ben, kannst du wenigstens noch die holländische Nationalhymne anstimmen? Nein. Warum denn nicht? Ich kenne die nicht. Ja gut, da ist ein Argument, lasse ich mal ausnahmsweise durchgehen. Ich habe noch eine Frage, die aber so gar nichts mit allem bisherigen zu tun hat. Und zwar, Commentorio, du hast schon das Gespräch damit begonnen, dass du aus Holland kommst und sagst die ganze Zeit holländisch und so. Ich hätte mich niemals getraut, jemandem zu sagen, er kommt aus Holland, weil ich immer hier eingebläut kriege. Das heißt Niederlande und man soll nicht sagen Holland. Ja, aber ist Niederlande ist ein längeres Wort als Holland. Und wir sind halt ein bisschen faul. Mir wurde irgendwann mal erklärt, Holland, das gilt nicht, weil das irgendwie nur ein Teil ist der Niederlande oder... Aber weißt du, im Ausland wird davon ein größeres Problem gemacht als Niederlanden. Denn uns ist alles recht. Wir freuen uns schon, dass man weiß, wo es überhaupt liegt. Okay, alles klar. Und Holland, das sind die Provinzen Nordholland und Südholland.
und die sind im Westen von den Niederlanden. Und alles andere, das ist die Niederlande, sozusagen. Aber ja, wie gesagt, uns ist alles recht. Aber wir, eine Sache, die wir nicht verstehen, ist, dass die Leute in England uns immer Dutch nennen. Ja, das ist wahrscheinlich einfach nur die Übersetzung, oder? Ja, Dutch. Ich meine, das hört sich fast wie Deutsch an. Das stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und ja. Ich finde das auch schön, dass das Bengt jetzt gerade das Thema angesprochen hat, weil Bengt kann sich ja da im weitesten Sinne auch reinfühlen in die Lage, weil der kommt ja auch aus einem kleinen, fast schon abgegrenzten deutschen Teil, der ja auch ja fast schon als eigenes Land zu bezeichnen ist. Ja? Was ist das denn? Ostfriesland. Oh, die sind ja, da auch Friesland. Alle etwas anders. Ja, das haben wir in den Niederlanden auch. Ja, also, ja, es ist auch gar nicht weit von hier bis zur Grenze, aber ich bin sehr selten in Holland. Ja. Ich weiß nicht, ich habe ja einen Führerschein und immer wenn ich über die Grenze fahre, dann weiß nicht, bin ich immer total nervös, weil es ist alles so ein bisschen anders. Die Verkehrsschilder sehen alle so ein bisschen anders aus und so. Ja, und bei uns darf man nur 130 fahren. Das stimmt, ja. Habt ihr wirklich Ampeln auf der Autobahn? Nein. Ja, da siehst du mal, ich habe vorhin mal gegoogelt, typisch holländisch. Und da bin ich unter anderem auf Ampeln auf der Autobahn gestoßen. Wir haben Wohnwagen auf der Autobahn. Ah, ja, okay. Gut, ich meine, es kann auch sein, ich meine, in Holland ist es ja etwas eifersüchtiger, genau. Ist es etwas einfacher, an diverse Substanzen zu kommen? Vielleicht sieht man dann auch einfach nur Ampeln auf der Autobahn. Ja, vielleicht schon, aber. Ja, so einfach ist es auch nicht. Und da, wo man diese Substanzen kaufen kann, gibt es keine Autobahn. Ich meinte natürlich Käse, ja, nicht, dass das hier auf. Aber Käse kann man auch nicht auf der Autobahn bekommen. Bist du Musical-Fan? Ja, also. Ich habe nämlich gemerkt, ich bin leicht Holland gestört. Könntest du für mich mal ganz kurz Starlight Express ansingen, weil du klingst irgendwie genauso wie derjenige, wo ich damals in Bochum war, der Starlight Express gesungen hat. Tut mir leid, aber ich kenne das Lied ja nicht. Wird es um dich dunkel? Wird es in dir still? Siehst du ein Licht leuchten in der Ferne? Ja, und das auch so mit Holland-Dialekt. Ja, genau das wollen wir mit unseren Interviewgästen auch gerne machen. Sing mal was. Sing mal bitte, was. Das lustige setz sie doch, Single. Setz sie doch bitte noch eine lustige Mütze dabei auf und film dich dabei. Oder keine Ahnung, klatsch dir Torte ins Gesicht. Die Nationalhymne vielleicht? Ja, das wär's. Wilhelmus von Nassau, wer bin ich von deutschem Blut? Et Vaterland getrau, wer bleib ich tot in den Dut? Den Prinzen von Oranje bleib ich frei unverfehlt. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Großartig. Ich bin dafür, dass wir das auch ab jetzt einführen, dass jeder Gast, der zu uns in die Sendung kommen muss, ja. Am Ende der Sendung singen soll, sonst muss das KOBA02 übernehmen. Richtig. Nein. Also, ich hab's gemacht, also du sollst es auch mal machen. Genau. KOBA, jetzt bist du dran. Ja. Nein. Ich hab's mal gesagt. Die deutsche Hymne. Ich habe schon oft genug hier gesungen. Und zwar die berühmte Strophe. Ja, genau. Nein. Wie ist das so, im Land zu leben, wo es König und Königin und sowas gibt? Hat man da irgendwas mit zu tun oder kann man das auch komplett ausblenden, wenn man da keinen Bock drauf hat? Ja, also König und Königin ist auch erst seit kurzem. Ja. Wir hatten immer eine Königin, aber jetzt haben wir einen König und eine Königin. Ja, Bengt, was bereitest du dich denn hier vor? Du hast gerade eben sein Staatsoberhaupt beleidigt mit deiner völligen Unkenntnis der ganzen Organisation in Holland. Toll, Bengt, super. Ja. Was soll denn jetzt dann habe ich noch, dann habe ich aber noch eine Frage. Die Flagge der Niederlande, von Holland ist ja... Ja, gehen wir gar nicht drauf ein. Warum ist alles immer orange, wenn irgendwie was gefeiert wird? Das ist, weil der erste König von Holland, also das ist nicht wie ein König, sondern ein Prinz, das war Willem von Oranje, also Wilhelm von Orange. Und deswegen ist alles orange.
Das war aber einfach sein Name und das sein war Nachname. Zufällig eine Farbe und dann, ja, okay. Ja, und die, das königliche Haus, das Königshaus, das heißt auch das Haus von Orange. Und wenn jetzt so ein paar Holländer zusammensitzen und so richtig über Deutsche lästern, was sind so deutsche Klischees, die man so auf holländischer Seite sieht? Naja, dass die Deutsche halt mit Zehntausenden nach Holland kommen und hier am Strand sitzen und sich ein Loch graben und dann mit einem Bier in der Hand sagen, dass bei ihnen alles besser ist. Ah, okay. Nicht zu vergessen, vögeln wir auch die ganzen hübschen Holländerinnen weg. Zum Ende hin würde ich gerne nochmal sagen, komplett off-topic, wie bemerkenswert ich es finde, dass ein Rainer Schauder irgendwann Anfang des Jahres gesagt hat, er zieht sich auch als Person von YouTube zurück und drängt sich mit seinen lächerlichen Meinungen nicht mehr in den Vordergrund und wird sich in Zukunft nur noch seinen Videospielgeschichten auf einem anderen Kanal widmen. Ich finde gut, dass er sich dran gehalten hat, muss an dieser Stelle auch mal ein bisschen Lob aussprechen und dass er seinen geistigen Dünnschiss nicht mehr ins Netz kackt. Danke, Rainer, du bist konsequent. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich damals auch persönlich falsch eingeschätzt habe. Das war das, was mir jetzt noch auf der Seele lag. Der hat doch gerade wieder Videos hochgeladen, er hat wieder Videos hochgeladen, wo er wieder seine Meinung sagt und vor kurzem ist er auch ein Video hochgeladen, wo er auch nochmal sagte, dass er sich ja größtenteils von YouTube zurückgezogen hatte und mehr Zeit für sich, bla bla bla. Das war kurz bevor er wieder angefangen hat, ein paar mehr Videos rauszuhauen, ja, wo er halt seine... Und ja, am Ende sagst du mir auch noch, dass ein neuer Kanal quasi, der so ähnlich klingt wie der alte, quasi genau dann registriert wurde, als er seinen alten geschlossen hat. Ja, es ist so, aber gut, aber naja, vielleicht, ach. Ja, soll ja hier nicht das Thema sein. Nein. Commentorio, danke, dass du bei uns in der Sendung warst. Ja, das hat mir wirklich Spaß gemacht und danke, dass ich dabei sein durfte und ja, hoffe dich bis ein anderes Mal. Ach so, ja, Kioma, da ändert sich ja was in der Isolierstation. Was ändert sich denn dann nächste Woche? Naja, es ist ja jetzt so, und zwar, wir hatten ja gestern miteinander kurz gechattet, und da ist uns beiden aufgefallen... Ach, das ist ja schön, dass ihr beiden miteinander gechattet habt. Ja, du warst ja hier wieder im Cybersex mit deiner Freundin. Ja. Das klingt wie wenn ein Rentner übers Internet redet, du warst im Cybersex mit deiner Freundin in diesem Internet. Ja, red ruhig weiter. Reden. Und denkt jetzt mal ganz im Ernst, was wir uns jetzt hier halt jetzt für entschieden haben, das würde ich auch freuen. Wir haben immer gedacht, was wir hier brauchen, das sind kleine Trippelschritte. Wir brauchen hier in der Isolierstation, da brauchen wir ein Kind. Und deswegen haben der Frank und ich, wir haben jetzt beschlossen, wir werden hier für die Isolierstation ein Kind adoptieren, was dann in der Sendung auch immer vorkommen wird. Allerdings, da wir natürlich ein extrem innovatives Format sind, wo die Leute interaktiv mitbestimmen können, haben wir jetzt beschlossen, dass wir die Zuschauer darüber abstimmen lassen, welches Kind wir adoptieren sollen. Kindercasting sozusagen. Genau, und deswegen werden wir die nächsten 3-4 Sendungen ab heute, werden wir immer euch das Vorstellungs-, in Anführungszeichen, Video, also das Bewerbungstondokument eines der Kinder vorspielen und den Anfang macht diese Woche der kleine Timmy. Bitte. Hallo, ich bin der kleine Timmy. Wenn ihr mich auswählt, dass die von der die drei mich adoptieren, dann kann ich endlich raus aus den Erzminen. Meine Knie sind schon ganz wund vom vielen Herumkriechen, aber das ist halt so. Wir Kinder werden halt für die kleinen Schächte genommen. Oder auch gerne, wenn die Kanarienvögel ausgegangen sind, um zu gucken, ob da unten irgendwo Gas austritt. Den kleinen Robert hat es da auch mal erwischt. Bitte, wählt mich, dann kann ich endlich auch mal vielleicht die Sonne sehen. Die habe ich noch nie gesehen, weil ich bin gleich nach der Geburt darunter gebracht worden. Zuerst als ich ein Säugling war, als Beschwerer für den Fuhrkorb und dann später halt für die engen Schächte und so. Also bitte, sagt, dass sie mich adoptieren sollen. Danke.
Ja, Mensch, der Timmy, das ist mir ja schon ein richtig lustiger Geselle. Wir waren ja, okay, Oma, das muss man auch dazu sagen, wir haben uns ja beschlossen, für die Isolierstation ein Kind zu adoptieren, einem Kind quasi die Chance auf mediale Präsenz zu geben. Und die Idee, das muss man ja ganz ehrlich sagen, hatten wir ja schon vor einem Jahr. Damals wollten wir nämlich einen der Lochis adoptieren. Aber die wollten sich dann doch nicht auseinanderreißen lassen und haben es jetzt auch ohne uns geschafft. Aber wir schaffen jetzt quasi einen neuen Lochi. Genau. Die Isolierstation sucht den neuen Lochi sozusagen. Und die nächsten Wochen hört ihr dann noch unsere restlichen Kandidaten und ihr dürft dann abstimmen, wer wird Sohn von Kioma 02. Und lasst euch eure Entscheidung gut durch den Kopf gehen. Wir wollen hier nicht irgendwelches Gerümpel in der Sendung haben. Finde ich aber gut, dass du das Thema nochmal angesprochen hast, weil eigentlich wollte ich ja darauf hinaus, dass wir ab nächster Woche nicht mehr regulär in Anführungsstrichen mittwochs zu hören sein werden. Also die neue Ausgabe kommt ja meistens mittwochs online, sondern ab nächster Woche dann wahrscheinlich immer Freitag, Samstag, so in dem Zeitraum. Und Keoma hat es ja vorhin schon so schön eingeleitet und hat Bengt mit eingezogen. Bengt singt ja bei uns im Opener der Isolierstation immer. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Das haben wir ja quasi die letzten Wochen und Monate ad absurdum geführt. Und ich hatte ja Bengt schon gebeten, den Song neu einzusingen dann quasi. Ich warte die halbe Woche schon. Aber da hat sich Bengt nicht zu überreden lassen. Sorry, ich kann dir nicht folgen. Also der Abstand zwischen den Folgen ist doch eine Woche, oder nicht? Das war die Mutter der Schwester einmal mit investigativem Journalismus. Oh, Beischlaf verübt. Darf ich noch einen Satz sagen, der heute noch nicht gefallen ist? Ja, das war die beste Ausgabe aller Zeiten. Danke, danke, dass du es gesagt hast. Mach deinen Scheiß alleine hier zu Ende. Harte Arbeit, Feierabend, jetzt geht's ab nach Haus. Ich setz mich an den Rechner und rufe Twitter auf. Ich durchforste meine Timeline, ist es schon so weit? Ich kann es kaum erwarten, es ist doch höchste Zeit. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ja, ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ich höre sonst keine Podcasts, die sind doch alle Dreck. Doch die Isolierstation, ich komm davon nicht weg. Ich komm da nicht von runter, ich bin infiziert. Ich brauch die neue Folge jetzt sofort bei mir. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ja, ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Was gibt's denn da zu naschen bei dir? Colorado, willst du auch noch einen Rest? Was hast du da noch drin in der Tüte? Dreimal Lakritze. Einmal Schokolakritze und einmal so ein grünes, hartes Ding, wo drin Lakritze ist. Nee, die finde ich doof. Die Lakritze pur mache ich wohl. Ein Gummibärchen hast du nicht mehr. Doch, ein grünes ist noch da. Dann ich was von der Schokolakritze haben. Cool. Moment, ich presse mal ins Mikro. Klappt nicht. Aber dafür ist Mikro im Arsch. Na, wie ist es etwas?